2023 steigt die Steuer auf Autogas. Ist das dann immer noch so verlockend, wie es jetzt scheint? Ohne es unnötig kompliziert zu machen, ja. Der 5-sitzige Jogger mit Autogas kostet in der Komfortausstattung ab 17.300 Euro. Selbst mit Extras kann man unter 18.000 Euro bleiben. Außerdem hat man neben dem 40-Liter Autogastank noch einen 50-Liter Benzintank, was die Treibstoffwahl flexibler macht. Und was die Steuer angeht, hier ist eine Übersicht, wie sich die Besteuerung pro Liter LPG in den letzten Jahren entwickelt hat. Klar, neben der Besteuerung spielt auch die Entwicklung des Kraftstoffpreises eine wichtige Rolle, die zuletzt ziemlich stark gestiegen sind. Und wer weiß, wie das in Zukunft wird. Diese Bedenken kann man sich aber eigentlich sparen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Jogger wäre immer noch fantastisch, selbst wenn man ihn mit Waltran betanken müsste. Eine manuelle Klimaanlage ist serienmäßig, genauso wie LED-Licht vorne, die akustische Einparkhilfe hinten, Isofix und die Mittelarmlehne. Die einzigen Extras des Testwagens sind das Sicherheitspaket inklusive der Rückfahrkamera, das Media-Navi und die Metallic-Lackierung. Unser Video-Liken kostet ebenfalls nichts extra und wenn ihr zusätzlich noch unseren Kanal abonniert, scheint morgen die Sonne. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie lang dieses Auto ist, blende ich euch mal hier die Dimensionen ein. Ist gar nicht so lang. Und das Kofferraumvolumen blende ich auch ein, denn ich finde für ein eigentlich kompaktes Auto, ist das relativ viel Platz im Kofferraum und die Sitze sind noch nicht mal umgeklappt. Das mache ich gerade mal. Jetzt gibt es natürlich hier diese Kante. Die kann man aber sogar beheben, indem man die Sitze wickelt. Der Fiat Tipo, der mehr kostet, kann das nicht. Für 900 Euro mehr bekommt man sogar eine 7-sitzige Variante. In der Ausstattung mit dem überschwänglichen Namen Extreme Plus ist dann nahezu alles an Bord, was Dacia zu bieten hat, inklusive Sitzheizung vorne. Volvo-Fans werden auch die Scheinwerfer bekannt vorkommen, denn dieses Design gab es schon mal beim XC70. Wie ihr seht oder nicht seht, gibt es keine Sensoren für autonomes Fahren. Bei dem Preis wenig überraschend. Was den Preis ebenfalls gering hält, Grill, LED-Scheinwerfer und Haube stammen vom Sandero. Mehr oder weniger ist das halbe Auto ein Sandero. Die Ähnlichkeiten zum Sandero Stepway sind sogar so groß, dass Euro NCAP die Crashtest-Bewertung vom Stepway abgeleitet und den Jogger gar nicht gecrashed hat. Das Ergebnis war übrigens nur einer von 5 Sternen. Mit der eigentlichen Crash-Sicherheit hat das nur wenig zu tun. Es liegt hauptsächlich daran, dass der Jogger nach den NCAP-Kriterien zu wenige Assistenzsysteme besitzt. Beim tatsächlichen Insassenschutz bekommt der Jogger 70% beim Schutz von Erwachsenen und 69% bei Kindern. Allerdings gelten diese Zahlen ja für den Sandero Stepway, von dem sie abgeleitet wurden. Das ist alles ein bisschen fragwürdig. 101 PS, 170 Newtonmeter Drehmoment. Fahre gerade im LPG-Modus. Ich möchte mal wissen, ob es einen Unterschied gibt. Wenn ich hier auf diesen Knopf auf der linken Seite drücke, verschwindet LPG. Subjektiv fühlt sich der Jogger im Benzinbetrieb etwas stärker an, allerdings nicht viel. Kann auch sein, dass sich lediglich die Leistungsentfaltung verändert, was diesen Eindruck hervorruft. Eine Anfahrschwäche, wie sie manche LPG-Autos haben, hat er übrigens nicht. Von 0 auf 100 geht es in 12,3 Sekunden und falls man den Jogger dazu zwingt, fährt er bis zu 175 km/h schnell. Er fährt sich nicht wie ein Duster. Der Duster ist wirklich der Premium-Dacia. Das Auto ist lauter, es fährt auch ein bisschen, es fährt überhaupt nicht schlecht, es fährt halt einfach so ein bisschen rauer, ne, insgesamt. Das hier ist der Langstreckenverbrauch, den ich euch mal einblende. Natürlich muss man immer davon ausgehen, dass der LPG-Verbrauch in Litern höher ist als der Benzinverbrauch. Der Maximalverbrauch, den wir bei sportlicher Fahrweise erreicht haben, liegt bei 11,4 Litern. Das sollten aber nur die wenigsten Joggerfahrer schaffen. Die Energiedichte von LPG, was für Liquefied Petroleum Gas steht, ist übrigens höher als die von Diesel. Allerdings nicht auf den Liter bezogen, sondern auf das Gewicht. Nur Erdgas mit einem hohen Methananteil enthält mehr Energie pro Kilo. Dummerweise muss man an der Tankstelle aber pro Liter Autogas zahlen. Solche Preise pro Kilo wären fantastisch. Der Tankvorgang kann wegen des Adapters etwas frickelig sein, ist aber kein Hexenwerk. Ärgerlich ist es nur, wenn sich die ein oder andere Zapfpistole nicht feststellen lässt. Dann muss man Zapfpistole und Totmannschalter gleichzeitig drücken. Kurioserweise ist das Auto auch überhaupt nicht schwer. Etwas über 1200 Kilo, trotz zweier Tanks und eines relativ großen Aufbaus. Die Zuladung beträgt trotzdem 426 Kilo und die maximale Anhängelast sind 1200 Kilo. Ich habe ein 6-Gang-Schaltgetriebe,
an dem ich eigentlich für den Preis schon gar nicht irgendwas aussetzen kann. Er fährt wirklich sehr angenehm weich. Er neigt sich noch nicht mal sonderlich viel in der Kurve. Die Lenkung ist so schön gleichmäßig. Man kann es sogar so fahren, dass den Kindern auf den Rücksitzen unter Garantie kotzübel wird. Das Auto handelt besser, als es das sollte, für das, was es ist. Die Sitze, hatte ich gelesen, wurden kritisiert. Das ist irgendwie immer so ein Dacia-Thema. In diesem Auto finde ich die gar nicht unangenehm. Aber ein Kollege von mir ist dieses Auto schon auf der Langstrecke gefahren. Und er meinte auch, ihm tut danach so ein bisschen der Rücken weh. Also alles jenseits der 400 Kilometer. Aber gut, da muss man halt mal eine Pause machen, sich mal ein bisschen bewegen, ein bisschen laufen. Dann geht das schon. Bei aller Liebe für den Jogger, die Sache mit der Laderaumabdeckung verstehe ich nicht ganz. Denn hier scheint so eine Art Aussparung zu sein, wie als ob man da einen Griff angedacht hätte. Aber der ist nicht ausgestanzt oder so. Man kann das hier nicht greifen. Ein bisschen doof. Also ziehe ich das zurück und dann wird das auch nicht in einer Schiene geführt. Mag sein, dass das günstiger ist, aber der Laderaum ist relativ lang. Und man fingert hier schon ein bisschen rum. Der einzige andere größere Kritikpunkt, der mir einfällt, ist, dass das Navi nicht explizit LPG-Tankstellen anzeigt. Das wäre echt nützlich. Ansonsten gefällt mir der Jogger richtig gut. Wenn ihr Dacia kennt, dann wisst ihr genau, was ihr zu erwarten habt. Und dann wisst ihr eigentlich auch, dass ihr damit zufrieden seid.